Dieses Integral mit den Parametern z, μ und ν strikt größer 0 mit dem Integralwert, der sich aus einem Quotienten bestehend aus Gamma-Funktionen zusammensetzt, generieren Sie aus einem Beweis aus der Wahrscheinlichkeitstheorie bzw. unter Zuhilfenahme einer Aussage aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. Also das ist der Integralwert und der ist stets der gleiche für das Integral von 0 bis z über 1 dividiert durch z mal 1 minus y durch z hoch μ minus 1 mal y durch z hoch μ minus 1 nach dy. Dieses Integral finden Sie auch im Buch von Professor Henze, ein Buch zur Wahrscheinlichkeitstheorie, auf der Seite 323. Das Buch ist zu empfehlen, das können Sie sich kaufen ohne große Bedenken. Es sind viele gute Sachen drin, unter anderem dieses Integral, das mich hier interessiert hat. Allerdings nur für den Spezialfall z gleich 1. Also Sie finden auf dieser Seite 323 genau dieses Integral, aber müssten dann für dieses z hier jeweils die 1 einsetzen. Ich behaupte, dieses Integral gilt sogar für jede Wahl z strikt größer 0. Das überprüfen Sie dann auch am besten mit diesem Wolfram-Alpha-System. Sie wählen beliebig z und dann werden Sie feststellen, Sie erhalten immer diesen Quotienten. Aber warum ist das so, ne? Das ist ja hier die spannende Frage. Und dieses Integral hier ist tatsächlich so eine Art Nebenprodukt, das sich herauskonstruiert aus einer Beweisführung. Und zwar zur folgenden Thematik. Ich setze zwei gamma-verteilte Zufallsvariablen voraus. Gamma-verteilt deshalb, weil ich erkenne hier die Gamma-Funktion von Euler. Also ich sage an der Stelle, seien x und y gamma-verteilt, x meinetwegen zum Parameter Alpha und μ und y soll gamma-verteilt sein zum Parameter Alpha und μ. Des Weiteren sagen wir, dass die Zufallsvariable z der Faltung entsprechen soll. Das heißt, ich addiere die beiden Zufallsvariablen. Und dann sagen wir, die beiden Zufallsvariablen sollen auch noch stochastisch unabhängig zueinander sein. Das ist wichtig, weil sonst, wenn sie nicht stochastisch unabhängig sind, dann könnte ich im Faltungsintegral kein Produkt formulieren. So, aufgrund dieser Voraussetzung weiß ich, wie die Dichten ausschauen. Denn x ist Gamma verteilt und y ist Gamma verteilt. Und Gamma verteilte Zufallsvariablen haben eine spezielle Dichte. Nämlich, ich formuliere jetzt die Dichte für die Zufallsvariable x an der Stelle x. Naja, und aufgrund von der Parametervergabe Alpha und μ muss ich hier dann schreiben Alpha hoch μ dividiert durch die Gamma-Funktion an der Stelle μ ausgewertet, multipliziert mit x hoch μ minus 1 mal e hoch minus Alpha x. So, für die Zufallsvariable y formuliere ich an der Stelle y die Dichte, nämlich das ist Alpha hoch μ dividiert durch die Gamma-Funktion ausgewertet an der Stelle μ multipliziert mit y hoch μ minus 1 mal e hoch minus Alpha y. An der Stelle verwende ich das sogenannte Faltungsintegral, aber Sie sehen ja, dass es hier zwei Möglichkeiten gibt, wie ich auflösen kann. Möchte ich nach x auflösen, muss ich die Differenz z minus y betrachten. Möchte ich nach y auflösen, muss ich die Differenz z minus x betrachten. Ich löse nach x auf und halte y fest, also betrachte ich die Differenz z minus y für die Zufallswerte x. Ja? Das heißt, das Faltungsintegral für die Faltung an der Stelle z ist die Zufallswerte für die gamma-verteilte Zufallsvariable z ist natürlich stets positiv, aber ich integriere bis zur Stelle z, also 0 bis z, und ich möchte ja y beibehalten und nutze gleichzeitig die stochastische Unabhängigkeit aus. Also formuliere ich hier ein Produkt. Y beibehalten bedeutet, ich multipliziere die Dichten miteinander, und zwar die Dichte der Zufallsvariable y an der Stelle y. Ich löse nach x auf, also die Dichte bezogen auf die Zufallsvariable x,
beziehe ich jetzt auf die Differenz z minus y, weil das ja nichts anderes ist als der Zufallswert x. Und dann muss ich natürlich nach dy aufgrund der Konstruktion des Faltungsintegrals integrieren. So, jetzt kann ich aber die beiden Dichtefunktionen ja hier ablesen und jeweils die Differenz, beziehungsweise einmal die Differenz betrachten und einmal den normalen Funktionswert y. Das soll heißen, ich bekomme die Faltung von x und y an der Stelle z, ich schreibe hier unten weiter, als das Integral von 0 bis z über, so, Alpha hoch nü dividiert durch die Gamma-Funktion an der Stelle nü ausgewertet, mal y hoch nü minus 1 mal e hoch minus Alpha y multipliziert mit Alpha hoch mü dividiert durch die Gamma-Funktion an der Stelle mü ausgewertet. Jetzt für x die Differenz hier einsetzen, also z minus y hoch mü minus 1 multipliziert mit e hoch minus Alpha, jetzt wieder die Differenz beachten, z minus y. Und das Ganze nach dy. So, jetzt haben Sie hier gleiche Potenzen, also Potenzen mit gleicher Basis. Das heißt, Sie erhalten die Faltung an der Stelle z als das Integral von 0 bis z. So, Basis beibehalten, Exponenten addieren. So, die beiden Gamma-Funktionen kann ich auch hier drunter schreiben, das ist kein Problem. Die beiden E-Funktionen, die behandeln Sie schlichtweg wie eine Potenz. Sie lesen das als die Basis E, dann behalten Sie die Basis E bei und addieren die Exponenten. Sie haben aber hier hinten ein Minuszeichen und hier hätten Sie ebenfalls Minus Alpha mal y, also minus Alpha mal y addiert mit Alpha mal y ist sicherlich 0. Also was letztlich bei dieser Rechnung hier, also die beiden E-Funktionen multiplizieren, übrig bleibt, ist schlichtweg minus Alpha mal z. Ja. So, also Alpha und z und das Ganze negieren. Jetzt schreibe ich den und die Differenz hier ab, beachte die Potenz, also y hoch nü minus 1 mal z minus y hoch mü minus 1 nach dy. Ich schreibe aber hier gleich, das ist jetzt die Idee, mal 1 nach dy. Ich verändere ja nichts dadurch, ja. Der Integrant ist ja immer noch der gleiche wie der, obwohl ich hier hinten zwei Faktoren dazu schreibe. Einmal 1 ist 1. Der Integrant mal 1 ist der Integrant. Der Integrant mal 1 ist immer noch der Integrant. Das soll heißen, das ist legitim, ich verändere nichts. Aber ich gewinne dadurch eine sehr, sehr günstige Darstellung. Denn zunächst habe ich ja das Integral von 0 bis z über Alpha hoch mü plus nü dividiert durch dieses Produkt mal e hoch minus Alpha z mal y hoch nü minus 1 mal z minus y hoch mü minus 1. Diese 1 hier, die schreibe ich jetzt so. Das ist z hoch nü minus 1 mal z hoch 1 minus nü. Denn das können Sie unschwer erkennen, ist immer noch 1. Ja. Sie haben wieder Potenzen mit gleicher Basis, Sie behalten die Basis bei z und addieren die Exponenten, dann haben Sie z hoch 0. Z hoch 0 ist nach Definition 1. Diese 1 hier, diese 1, die schreibe ich jetzt so. Das ist die Gamma-Funktion, ausgewertet an der Stelle μ plus μ, dividiert durch die Gamma-Funktion, ausgewertet an der Stelle μ, addiert mit μ. Und das Ganze wird nach dy integriert. Denn Sie könnten ja hier wieder gedanklich streichen und dann hätten Sie ja wieder die 1 dastehen. Also hier steht nichts anderes als die 1. Also das hier ist nichts anderes als das. So.
Ja, was gewinne ich dadurch eigentlich? Ja? Ja, viel. Denn wir betrachten mal die beiden und wir sehen doch y hoch nü minus 1 mal z hoch 1 minus nü ist ja nichts anderes als y nü minus 1 mal ja z hoch minus nü minus 1. Ja? Wenn Sie den Exponenten wieder anders darstellen, müssten Sie ja das Minus in die Klammer schreiben und dann hätten Sie ja wieder die Darstellung. Ja, aber daraus folgt, dass y nü minus 1 mal z hoch 1 minus nü ja nichts anderes ist als, naja, y hoch nü minus 1 mal 1 dividiert durch z hoch nü minus 1. Ja, 1 hoch nü minus 1 ist ja 1, ja? Also könnten Sie das wieder so schreiben. Y hoch nü minus 1 mal z hoch 1 minus nü ist gleich y hoch nü minus 1 mal so, 1 hoch nü minus 1 dividiert durch z hoch nü minus 1. Ja, und jetzt erinnert man sich an ein weiteres ja, Gesetz aus ja, den Rechenregeln, die für reelle Zahlen gelten. Wenn Sie a dividiert durch b rechnen und Sie potenzieren diesen Quotienten und beide sind reelle Zahlen, dann dürfen Sie den Exponenten auf beide reellen Zahlen verteilen. Ja? Also ähnlich wie bei Bruchrechnungen. Das heißt aber an der Stelle, ich kann ja auch diesen Exponenten wieder herausziehen. Ja? Und naja, dann habe ich eben 1 dividiert durch z hoch nü minus 1 dastehen. Und dann greift ein weiteres Gesetz aus den Potenzrechenregeln. Aber dazu gleich mehr. Ich möchte erst dieses Chaos beseitigen. So, also hier folgt jetzt y hoch minus 1 mal z hoch 1 minus μ ist y hoch μ minus 1 mal ja, 1 dividiert durch z hoch μ minus 1. So, und jetzt erinnern Sie sich an folgendes Gesetz. Wenn Sie ein Produkt potenzieren, dann dürfen Sie die einzelnen Faktoren potenzieren. Ja? Das verwenden Sie jetzt. Denn hier steht ja identifiziert, also dieses Produkt wird identifiziert mit der rechten Seite und dann dürfen Sie die Gleichheit verwenden und diese Seite benutzen. Das heißt, y und 1 dividiert durch z schreibe ich in die Klammer. Das würde das bedeuten hier. Und der Exponent c ist ja bei uns hoch nü minus 1. Naja, aber in der Klammer können Sie dann einen Quotienten darstellen, nämlich y durch z hoch nü minus 1. Und schon haben Sie genau das, was Sie benötigen für den Integranten, nämlich im Integral hier steht ja genau dieser Quotient in der Art und Weise potenziert. Also eine lange Rechnung für diesen ja, Teil des Integranten. So, ich räume dieses Chaos wieder weg, ja. Es war ja nur eine Nebenüberlegung, damit Sie erkennen können, wie dieser potenzierte Quotient zustande kommt. Also soll heißen, wir wissen an der Stelle, wie Sie dieses y hoch nü minus 1 mit diesem z hoch ja, 1 minus nü verrechnen. Ja? Gleichzeitig erkennen Sie hier, wie Sie das schreiben können. Das ist ja nichts anderes als z hoch nü dividiert durch z. Ja? So, also zunächst haben Sie die Faltung. An der Stelle z ist gleich, so ich schreibe hier weiter, das Integral von 0 bis z über Alpha hoch μ addiert mit μ. So. Jetzt schreibe ich diesen Teil gleich nach vorne, weil ich erkenne ja hier sofort diese Gamma-Verteilung mit dem Parameter Alpha und μ addiert mit μ. Ja? So,
Dieses Produkt schreibe ich nach hinten und dann bleibt der hier übrig, dieser obere Teil. So, aber zunächst schreibe ich hier weiter. Das ist jetzt ja, e hoch minus Alpha z. Hier haben wir y durch z hoch nü minus 1. Das hatten wir uns gerade überlegt. Was kann ich damit machen? Damit kann ich auch viel machen, denn das ist ja nichts anderes als ja z. Ich schreibe den nochmal etwas weg hier. Z multipliziert mit 1 minus y dividiert durch z hoch mü minus 1. Ja? Also wenn Sie das wieder verrechnen, steht ja genau die Differenz wieder da. Ja? So. Also und hier schreibe ich jetzt das, was wir uns vorher überlegt haben, nämlich y durch z hoch nü minus 1. So, den hier wollten wir so schreiben, das ist z hoch nü dividiert durch z. Ja, den hatten wir nach vorne platziert und dann müssen wir hier hinten schreiben, das ist die Gamma-Funktion ausgewertet an der Stelle mü addiert mit nü dividiert durch, ja, das hier, ne, durch das Produkt. Ja, und dann integrieren wir immer noch nach dy. So sieht das jetzt im Moment aus. Ja, hier haben Sie wieder dasselbe wie gerade eben. Sie potenzieren ein Produkt aus reellen Zahlen. Also können Sie den Exponenten hier auf beide reelle Zahlen verteilen. Also haben Sie hier zunächst die Faltung von diesen zwei Zufallsvariablen ausgewertet an der Stelle z ist gleich so. Das Integral von 0 bis z über Alpha hoch mü addiert mit nü dividiert durch die Gamma-Funktion ausgewertet an der Stelle mü addiert mit nü. So, jetzt wäre schön, wenn ich hier z hoch mü addiert mit nü abzüglich 1 stehen würde, aber das generieren wir jetzt, ja? Denn wenn Sie das hier zunächst so schreiben, dann hätten Sie z hoch mü minus 1 mal 1 minus mü dividiert durch z hoch mü minus 1. Denn es gilt ja wieder dieses Gesetz. Ja? So. Aber hier hinten steht ja bereits z hoch mü. Also Sie multiplizieren ja hier drin, also würde hier z hoch nü dazukommen. Jetzt haben Sie wieder Potenzen mit gleicher Basis, die behalten Sie bei. Ja? Also das hier mit dem. Ist dann mü addiert mit nü, aber minus 1 müssen Sie noch abziehen. Also kann ich tatsächlich für ja, diese Rechnung hier das hier schreiben. Ja, und das verwende ich jetzt. Also erkenne ich hier tatsächlich hier vorne eine gamma-verteilte Zufallsvariable, nämlich z hoch mü plus μ minus 1, das übernehme ich mal e hoch minus Alpha z und hier hinten schreibe ich naja 1 minus y durch z hoch μ minus 1 mal y durch z hoch μ minus 1 mal 1 dividiert durch z. Jetzt bleibt ja hier hinten ja die Gamma-Funktion ausgewertet an der Stelle μ addiert mit nü dividiert durch dieses Produkt. Und nach dy wird integriert. Ja. Jetzt integrieren Sie ja nach dy. Aber hier hängt überhaupt nichts von y ab. Also können Sie das vor das Integral schreiben. Das heißt, wir erhalten die Faltung von diesen Zufallsvariablen an der Stelle z ausgewertet, nämlich als Integral von 0 bis, wir wollen es ja vor das Integral schreiben, nämlich als Alpha mal μ addiert mit nü dividiert durch Gamma-Funktion ausgewertet bei μ addiert mit nü mal z hoch μ addiert mit μ abzüglich 1 mal e hoch minus Alpha z. So, und jetzt kommt das Integral von 0 bis z.
Ja, integriert wird über 1 minus y durch z hoch μ minus 1 mal y durch z hoch μ minus 1 mal 1 durch z. Ja, nach dy. Für diesen Quotienten gilt das Gleiche. Sie können ihn aus dem Integral rausziehen. Da die Kommutativität bei einer Multiplikation gilt, können Sie ihn auch nach rechts schreiben. Also das ist die Gamma-Funktion ausgewertet an der Stelle μ addiert mit μ dividiert durch dieses Produkt. So. Jetzt verwende ich die Verteilungsfunktion. Das heißt, ich integriere über den kompletten Definitionsbereich der Zufallswerte für die Zufallsvariable z. Aber z ist ja gerade die Faltung, ja? Z ist ja so definiert. Also das heißt, das Integral von 0 bis unendlich über die Faltung an der Stelle z nach dz ist das Integral über diesen Ausdruck. Also das schreibe ich hier 0 bis unendlich. So, Alpha hoch μ addiert mit μ, dividiert durch Gamma-Funktion an der Stelle, mal z hoch μ addiert mit μ, abzüglich 1 mal e hoch minus Alpha z, multipliziert mit dem Integral von 0 bis z über 1 dividiert durch z mal 1 minus y durch z hoch μ minus 1 mal y durch z mal μ minus 1 nach nach dy, nicht dz, ja. Multipliziert mit diesen Quotienten hier hinten, also Gamma-Funktion ausgewertet an dieser Stelle, dividiert durch dieses Produkt und das Ganze nach dz. Ja. So. Hier erkennen Sie ja unschwer eine Zufallsvariable, nämlich z. Und diese Zufallsvariable ist auch noch Gamma verteilt zu den Parametern Alpha, ja, und ja, μ plus ν. Ja. So. Aber die Faltung von dieser Zufallsvariablen steht ja auch hier. Also steht hier nichts anderes als das Integral von 0 bis unendlich über die Faltung an der Stelle z nach dz muss sein, das Integral von 0 bis unendlich, beziehungsweise ich schreibe es drunter, ja, so wie hier, aus Platzgründen, ja. Also dieses Integral soll jetzt das sein, das ist das Integral von 0 bis unendlich, nicht soll sein, muss sein. Also das hier ist diese Dichte. Also steht hier diese Dichte. Aber nicht ganz. Wir müssen den Rest hier noch abschreiben und dann wird nach dz integriert. Ja. So. Also das Integral von 0 bis z über 1 dividiert durch z. Ja, mal 1 minus y durch z hoch μ minus 1 mal y durch z hoch μ minus 1 nach dy multipliziert mit so. Ja, ausgewertet an dieser Stelle durch dieses Produkt nach dz. Ja. Dieses Integral ist natürlich 1, ja, denn wir integrieren ja über den kompletten Definitionsbereich der Zufallsvariablen z. Ja, und z ist Gamma verteilt, also sind die Zufallswerte die positiven reellen Zahlen. Also integriere ich tatsächlich über den kompletten Definitionsbereich der Zufallswerte, also muss das 1 sein und 1 muss dem hier entsprechen, ja. Also das ist das Integral von 0 bis unendlich über diese Faltung
multipliziert mit dem Integral von 0 bis z über 1 durch z mal 1 minus y durch z hoch μ minus 1 mal y durch z hoch μ minus 1 nach dy mal dieser Quotient. Und das Ganze nach dz. Ja gut, die Gleichung hier, die ist ja nur dann erfüllt, wenn dieser hintere Teil 1 ergibt, ja, denn hier steht ja die Dichtefunktion der Zufallsvariablen z. Ja, und genau 1 ergibt es dann, wenn dieses Integral dem Kehrwert von diesen Quotienten entspricht, ja. Also gilt jetzt in der Tat, für alle z, μ und ν strikt größer 0 gilt dieser Quotient hier, muss dem Integralwert hier entsprechen. Ja, QED. Ich wollte diese Integraldarstellung belegen und gleichzeitig haben wir auch bewiesen, wie die Faltung von zwei gamma-verteilten Zufallsvariablen aussehen muss, nämlich so. Ne? Das heißt, wenn Sie in Zukunft zwei gamma-verteilte Zufallsvariablen falten wollen, ja, dann müssen Sie sich nur anschauen, zu welchen Parametern die zwei Zufallsvariablen Gamma verteilt sind. Ein Parameter, der deckt sich, ja, den behalten Sie bei. Und die anderen, die sich unterscheiden, addieren Sie schlichtweg. Ja, und schon haben Sie die Faltung von diesen zwei Gamma verteilten Zufallsvariablen generiert. Also Sie müssen sich sozusagen nur eine Dichte dann anschauen und entsprechend hier unten und hier oben ja die beiden Parameter sozusagen austauschen durch die Addition der beiden Parameter und schon haben Sie die Faltung. Gut, in der nächsten Zeit werde ich dann eventuell, ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann hier, könnte jederzeit beendet sein, aber solange ich es noch machen kann, werde ich dann in Zukunft dieses sogenannte Videokommentarbereich, diesen sogenannten Videokommentarbereich besser nutzen. Soll heißen, wenn sich kleine Fehler irgendwann in zukünftigen Videos einschleichen und die sind so irrelevant oder so doof, dass man sie nicht, dass man nicht sofort ein Video, das vielleicht 45 Minuten oder 60 Minuten lang andauert, nochmal aufnehmen muss, dann werde ich das einfach in diesen Kommentarbereich schreiben. Ja. Habe ich ja letztes Mal zu diesem Wachstum auch, ja, da habe ich ja ein T ganz zum Schluss weggelassen. Ich bekomme auch mit, dass sich einige da vielleicht darüber etwas Gedanken machen, über dieses Wachstum. Es ist ja irgendwie egal, ja, wie sich diese Funktion dann, dieses Weltbevölkerungswachstum nahe des Kipppunktes verhält. Es kommt auch nicht auf die Zahl an, die hier explodiert. Auch wenn eine Zahl 1000 mal 10 Milliarden groß ist, das ist nun mal so, wenn man hier mit einer anwachsenden Weltbevölkerungsanzahl arbeitet. Sehr ähnlich wie bei Potenzfunktionen. Wenn die Potenzfunktion größer wird, ist meistens dann, wenn die Basis anwächst. Ja? Das ist natürlich ein Unterschied. Es ist naheliegend, dass umso größer eine Population wird, umso schneller wird sich die auch fortpflanzen pro Zeiteinheit. Also ist so eine Zahl natürlich nichts Ungewöhnliches. Aber ich habe ja auch noch angemerkt, dass es nicht darauf ankommt, sondern es kommt eben darauf an, dass diese nächsten 27 Jahre etwas besser beschrieben sind mit den Daten, die zur Verfügung stehen. Da ist es jetzt auch irrelevant, das sage ich auch im Video, ob Sie 7 Milliarden oder 8 Milliarden einsetzen.
Wenn Sie 8 Milliarden einsetzen, generieren Sie einfach ein neues M für die Differentialgleichungen für die Funktion. Wenn Sie mit 7 Milliarden arbeiten, so wie es ich vorgeführt habe, dann haben Sie eben diese 1,6 mal 10 hoch minus 12 für M. Ja, aber beides wird dann zum selben Ergebnis führen. Sie können eine Prognose für die nächsten 27 Jahre unter Außerachtlassung des Zufalls generieren. Und dann ist es nichts Ungewöhnliches, wenn Sie dann im Jahr 2050 bei diesen prognostizierten 10 Milliarden Menschen sein sollen, dass diese 10 Milliarden sich dann natürlich schneller pro Zeiteinheit fortpflanzen, wie als wenn es nur 4 Milliarden wären. Das ist ja dann völlig logisch. Ja. Dann werden halt die Zahlen nun mal so groß. Gut, das war nochmal ein kleiner Nachschub zu meinem letzten Video. Gut, dann bedanke ich mich für dieses Zusehen.